Juliane Leopold wünscht sich eine globale Epidemie. Eine Epidemie von viralen Geschichten, die sich in aller Welt verbreiten wie eine ansteckende Krankheit. Und entstehen sollen diese Geschichten in der Zentrale von BuzzFeed Deutschland. Hier arbeitet man an einer Online-Nachrichtenseite, auf der die Leser hängen bleiben, hofft die Chefredakteurin. Das Beste, was uns passieren kann, ist, und das hören wir immer wieder, wenn Leute uns sagen, ich habe mir nur mal kurz diesen Artikel durchgelesen und am Ende war ich eine halbe Stunde auf eurer Seite und habe mir immer mehr durchgelesen. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. BuzzFeed funktioniert anders als die meisten Medienportale. Über soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter lockt es die Leser auf seine Seite. Die haben dann die Wahl zwischen 21 Bären, die sich wie Menschen verhalten, oder 16 Geschenkideen für Wurstliebhaber und klicken sich von Liste zu Liste. Clickbait heißen solche Inhalte mit Überschriften, denen man kaum widerstehen kann. Und BuzzFeed hat diese Log-Inhalte im Web zur Perfektion gebracht. Portale wie Upworthy oder Viralnova springen auf den traffic-versprechenden Clickbaiting-Zug auf. Auch die deutschsprachige Seite heftig.co arbeitet nach dem gleichen Muster. Sie sammelt Inhalte im Netz und verbreitet sie dann aufmerksamkeitsheischend. Hauptsache, die Leute klicken. Denn das bringt Werbekunden und Investoren. Für Gernot Pflüger unerträglich. Ich finde, Clickbaiting ist sowas wie die Pest. Das ist der Krebs des Internet. Es ist die digitale Entsprechung von jemand, der bei mir an der Tür klingelt und sagt, Unfall auf der Straße, hier liegt eine Frau und die blutet, ich brauche sofort Hilfe. Und wenn man die Tür aufmacht, steht ein Verkäufer da und sagt, wollen Sie ein Abonnement kaufen? Das ist genau das, was im Internet passiert oder sogar noch Schlimmeres. Nicht wenige sorgen sich wegen des Erfolgs der Clickbaiting-Seiten um den Journalismus insgesamt. Eine Bedrohung für Qualitätsnachrichten seien solche Portale. Vor allem die großen Zeitungen und ihre Online-Ableger fürchten um ihre wichtige Rolle, die sie in der deutschen Mediendemokratie traditionell spielen. Aber anstatt durch Qualität zu überzeugen, tauchen Clickbaiting-Überschriften plötzlich auch auf den Internetseiten der sogenannten seriösen Medien auf. Und umgekehrt finden sich auf BuzzFeed.com zwischen Tiervideos und Listicles sorgfältig recherchierte Investigativ-Stories. Sogar der Pulitzer-Preisträger Mark Scoofs arbeitet inzwischen für BuzzFeed USA. Und auch auf der deutschen Seite gibt es erste Versuche, sich ernsteren Themen zuzuwenden. Ohnehin distanziert sich das Unternehmen vom Clickbaiting und behauptet, seine Überschriften halten, was sie versprechen. BuzzFeed ist wie ein Kind, was mit großen Augen vorm Süßigkeitenladen steht und sagt, das will ich alles haben und alles ausprobieren, alles macht. Und die Tageszeitung sind die Erwachsenen, die daneben stehen und sich um Karies sorgen. Ich glaube, mit dem Prinzip hoffen wir weit zu kommen. Das Phänomen Clickbaiting zeigt, die Grenzen zwischen Qualitätsjournalismus und Schund sind gar nicht so leicht zu ziehen, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch das Portal Upworthy nutzt die reißerischen Überschriften, um auf Themen wie Umweltverschmutzung und Unterdrückung aufmerksam zu machen. Klar ist, dass es Nachrichtenformate bei der Menge an leicht zugänglichen Informationen immer schwerer haben, an die Aufmerksamkeit der Leser zu kommen. Tageszeitungen klagen über sinkende Auflagen und online tun sich viele der etablierten Blätter schwer. Die Medienpsychologin Sabine Haas sieht das Angebot der Clickbaiter zwar nicht als Journalismus, doch für sie geht es darum, den Menschen das zu geben, was sie wollen. Seiten, die das verstehen, haben kein Problem, ihre Leser zu finden. Die machen Spaß, die haben das Motiv Eskapismus. Man möchte dem Alltag entfliehen und möchte sich entspannen. Einmal Spaß haben, einmal ein bisschen Voyeurismus, gucken, was machen andere so. Und Drama und ganz viel Kitsch. Aber das sind ja Grundbedürfnisse des Menschen. Und genau das ist das Prinzip von heftig.co, Viralnova, Upworthy und eben BuzzFeed. Die Leser dort abzuholen, wo sie am leichtesten zu packen sind. BuzzFeed sucht den engen Kontakt zu den Usern, die Artikel direkt teilen und bewerten. So konzentriert sich das Portal darauf, das zu produzieren, was funktioniert. Gemischt mit ein bisschen von dem, was wichtig ist. Ein kleiner Löffel Medizin mit viel Zucker.